Direkt vorweg ein Service an alle, die jetzt einschalten und das im linearen Fernsehen sehen. Vor einer Woche war Ostern. Das ist mir wichtig. Also falls sich da Leute gefragt haben, warum sind die Eier auf einmal gefärbt? Warum ist Familie da? Was war das? Was war das vor einer Woche? Das war Ostern, das sage ich direkt dazu, weil ich auch immer durcheinander komme mit den Feiertagen. Komischer Lacher an der Stelle in der Mitte, aber ist okay, ich nehme alles mit. Ja, ich freue mich, wenn hier Leute Spaß haben. Nein, es ist so, es ist so bei mir mit Feiertagen, ich habe die nicht so drauf. Also ich bin selbstständig, Freiberufler und ich gönne allen ihre Feiertage, aber für mich heißt Feiertag einfach nur, der Supermarkt hat überraschend zu. Ja, und das ist wirklich, also, und das ist ja dann immer wegen Jesus. Mein Gott. Ja, wo ich mir denke, so, also wenn man da Fan ist, gar kein Problem. Sehe ich total ein, dass man sagt, komm, Geburtstag, feiern wir. Todestag, feiern wir. Aber doch nicht jeden Scheiß. Jesus hat vor 2000 Jahren mal im Würfelspiel verloren, das ist direkt ein Feiertag oder was? Wer kennt Palmsonntag? Thema Feiertage. Palmsonntag. Sagt irgendjemand Palmsonntag was? Ja? Dir sagt es was? Was ist Palmsonntag? Der Sonntag vor Ostern. Der Sonntag vor Ostern, genau. Lass dir das doch mal auf der Zunge zergehen. Da müssen wir das vorfeiern oder was? Das mache ich ja selbst bei meinem eigenen Geburtstag nicht. Dass man sagt, nee, eine Woche vorher, da würden wir schon mal gerne angasen. Dass wir dann in der Woche alle fit sind. Also das ist doch nicht richtig, Palmsonntag. So, dann gibt es, das Absurdeste finde ich, Allerheiligen. Es gibt Allerheiligen. Das muss man auch erstmal, woher kommt das denn eigentlich? Da wird schon jeder Heilige, früher wurden ja alle heilig. Ne? Die haben mal 2 Euro mehr in den Hut getan, sofort heilig. Und dann sagt man, nee, und dann nochmal alle Heiligen zusammen. Das ist ja wirklich so, ich grüße alle, die mich kennen, als Feiertag. Das ist doch nicht richtig. Ständig feiern wir irgendwas ab. So, es gibt 20 Millionen Menschen in Deutschland, die sind nicht christlich. So was mit denen. So, das muss man wirklich mal sagen. So, Jesus, und ich glaube, Jesus geht's auch auf den Sack. Ich glaube, Jesus sagt sich, das ist zu viel, Leute. Macht mal ein bisschen ruhiger. Jesus ist ein bescheidener Typ gewesen. Muss man wirklich mal sagen. Der ist ja quasi berühmt geworden durch Bescheidenheit. Dem geht's ja eigentlich wie mir. Ich fühle mit ihm. Nein, wirklich, Jesus war schon ein bescheidener Typ. Also klar, der hat gesagt, ich bin der Heiland. Das klingt jetzt erstmal nicht so bescheiden, aber das war schon so jemand, der hat dann, klar, wenn du, ich sag mal so, wenn du sagst, du bist der Heiland, muss auch was kommen. Ne, da muss auch, da sind alle so, ja, da muss jetzt ein Trick kommen, klar. Du musst den Leuten irgendwie zeigen, der ist der Heiland. Ne? Weil sonst, wenn die Leute sagen, ich bin der Heiland, denkt man sich auch so, ja, ich bin auch der Heiland, mein Freund. Ne? Und dann war das so eine Atmosphäre, ganz klar, der hat gesagt, ich bin der Heiland. Alle waren so, Zeugen, Zeugen. So. Ja. Und dann ist er übers Wasser gelaufen. Und alle waren so, boah, das ist ja wirklich, ich glaube, das ist der Heiland, tatsächlich. Das ist ein guter Trick. So, und ich glaube jetzt aber, dass Jesus einfach ein bescheidener Mensch war. Ich glaube, das war ein bescheidener Heiland. Ich glaube, der hat gesagt, weißt du was, ich habe das jetzt einmal gemacht, jetzt reicht aber auch. Den konntest du einladen zu einer Kanutour. Da hat er mitgemacht. Ohne zu murren. Oder? Was für eine Größe. Wenn du dir denkst, ich könnte eigentlich auch laufen. Aber nein, der hat da wirklich... Nee, macht Spaß. Hm. Wahnsinn. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will also niemandem den Feiertag kaputt machen. Aber können wir nicht... Müssen wir jetzt immer von Jesus feiern? Ist nicht genau klar, ob es Jesus gab. Ja, mich gibt's. Nee, nur ein Angebot. Ja, wir können doch mal reihum gehen. Nein, wirklich, ich will den jetzt auch nicht immer haben. Nur, dass man einmal sagt, komm, der ist Till Reiners Tag. Das wäre doch geil, wenn es einen Feiertag gäbe. So, oder was ist denn, oder dass man das mal finanziell, dass sich das ein bisschen lohnt für einen Staat. Wieso vermietet man Feiertage nicht? Ja, warum denn nicht? Wird doch bei so Stadien auch gemacht. Mercedes-Benz Arena, Schüco Arena. Warum nicht bei Feiertagen genauso, dass man sagt, ja, wer will denn? Gerne an den Meistbietenden. Dann ist nicht mehr Ostern, sind die Hagebauwochen. Ist doch okay. So Weihnachten sind die Toys R Us Festwochen.
Dann steht so 2023 im Kalender bei den Feiertagen einfach nur, hier könnte Ihre Werbung stehen. Also ich glaube jetzt nicht an Gott. Mag jetzt viel überraschen. Aber ich finde es natürlich völlig okay, wenn man es macht. Aber also ist jetzt ein bisschen falsch formuliert, muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass es Gott gibt. So ehrlich muss ich sein. Ja, also es ist ja immer ein bisschen komisch. Also wäre total absurd, wenn ich glaube, dass es Gott gibt, aber ich persönlich glaube nicht dran. Wie arrogant ist das? Ne, dass man sagt so, ja, also klar, Gott und so, aber ich finde ihn überschätzt. Hashtag not my God. Wie er redet, oh, ich bin der Schöpfer, ich habe die Welt in 7 Tagen gemacht, okay. Was wäre, wenn ich Schöpfer gewesen wäre? Hätte ich die Welt vielleicht in 3 Tagen gemacht? Hätten wir jetzt alle früher Wochenende? Ich glaube tatsächlich so, also ich glaube, Gott ist es gar nicht so wichtig, dass wir an ihn glauben. Glaube ich wirklich. Ich glaube Gott, weil Gott weiß ja, dass er gut ist. Ja, Gott weiß ja, oh, er ist der Schöpfer, er ist supermächtig und so. Und dann sind ja die ganze Zeit, gibt es dann Leute, die beten und sagen, oh, du bist supermächtig, du bist der Größte. Und er denkt sich, ich weiß. Der lebt ja unendlich. Ja, ich glaube, dem ist einfach langweilig. Der ist ein bisschen gelangweilt von Leuten, die beten. Ich könnte mir vorstellen, Gott ist so genervt, dass er irgendwann wiederkommt und es sagt. Und nochmal sagt, ja, vielen Dank, Dankeschön, vielen Dank, ja, ich bin wieder da, ja, Dankeschön. Hört bitte auf zu singen. Dankeschön. Ja, jetzt nochmal an alle Leute, die gläubig sind. Ganz lieben Dank wegen der Gebete. Total nett. Ja, aber jetzt ist gar nicht so mein Fall, sage ich ganz. Ich gucke jetzt auch nicht immer nach euch. Bin ich ganz ehrlich, ich habe noch andere Universen am Laufen. Ne? Also da gibt es ein Universum, das hat einen Planeten, das hat einen Vulkan. Der spuckt nur schwule Bonobos aus. Wahnsinnig geil. Ne, also Bonobos lösen ja ihre Konflikte durch Sex. Und ich sag mal so, die finden immer einen Konflikt. Dann noch eine Frage, gibt's hier Atheisten? Buh. Ja, und dann noch eine Sache, also nennt mich eitel, aber hört bitte auf, in meinem Namen Kinder zu ficken. Danke. Aber ich finde es ein bisschen unfair. Das muss man schon sagen, ist ein bisschen unfair. Meistens macht man sich lustig über Religion. Und es ist jetzt selten so, dass sich Religionen lustig machen über Ungläubige. Fände ich geil. Fände ich nur fair, wenn es so einen Comedian gäbe, der so super christlich ist und sich lustig macht über Ungläubige. Der so reinkommt und sagt, okay, also ihr glaubt alle nicht an Gott? Okay. Nee, klar, total normal. Okay, ja. Also wieso glaubt ihr nicht an Gott? Aber weil man den nicht sehen kann. Okay. Ja. Woraus besteht der Mensch nochmal? Aus Atomen. Ah ja. Kann ich die mal sehen? Und das hat ja dann auch nicht Gott gemacht, die Welt, ne? Sondern was hat die Welt gemacht? Der Urknall. Ah ja, was ist das? Eine Explosion. Da hat eine Explosion etwas erschaffen. Hast du schon mal Alarm für Cobra 11 gesehen?